Füllt deine Aktionspunkte beim kritischen Treffer wieder. So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Stealth Boy. Weiß nicht, was das bringt. Kybernetischer Gliedmaßenaktuator. Schmerzunterdrückung. Kellogg Outfit. Yo, what? 30 Rüstung? Holy! Okay, wir haben nicht mehr. Okay, Moment. Das muss ich mal kurz gucken. Kellogg's Outfit. Wird alles andere ausgezogen, oder? Ja, dadurch haben wir tatsächlich trotzdem gesamt weniger Rüstung. Shit! Aber das können wir. Was ist noch mit Brille, Kapitänsmütze, Melone, Metallrüstung? Halt, über den Champion. Champion, linker Arm. Militäruniform. Kann ich? Nee. Ich will nur mal was testen. Was kann ich denn mit denen anziehen? Unterhemd und Jeans kann ich tatsächlich mit damit anziehen, statt Militäruniform. Dadurch habe ich mehr Glück. Reduziert den Fallschaden. Kammerjägers mit Taschen lackiert, Metallrüstung. Schlagende Zinsrüstung, linkes Bein. Beweglichkeit und Wahrnehmung. Ödländer rechtes Bein. Champion ist linker Arm. Plus ein Stärke und Ausdauer. Ja, das ist auch linker Arm, ne? Ja, nee. So. Metallrüstung auf dem rechten Arm haben wir einfach nur noch eine normale. Zauberer schwarzer Anzug, den kann ich damit nicht anziehen. Ja, mit blauen Anzug, dann droppe ich den mal. Militäruniform ist auch nicht so viel wert. Metallrüstung, linkes Bein. Werfen wir auch weg. Melone, Kapitänsmütze. Greaser, Jacke und Jeans. So. Wir haben, glaube ich, noch einiges zu looten, wenn ich das so sehe. Quarter nehmen, Stimpak, Addict Tool, Kellogg's Terminal. Oh, der hat hier ein Special Terminal. Passwort erfolgreich. Türen öffnen. Türen werden freigegeben, okay. Anmerkung, haben die Jungs namens Sean erfolgreich mit dem Bezahlen erhalten, haben neue Befehle erhalten, sollen diese Tür aufspüren, Verstärkung ist versammelt, vor Tagen gesäubert und gesichert, brechen bald auf. Okay. Sensor Oktoskop. Du trägst zu viel. Was ist denn ein Oktoskop? Otoskop, Aluminium, Glasfaser, Glas. Braucht doch kein Netzrelais, militärisches Klebern, Kupfer, Stahl. Maulwurfszene, Knochen. Ich brauche tendenziell nicht so viele Knochen. Kann man wegwerfen. Außerdem gibt es die ständig, die kann man wiederfinden. Andere Sachen, die hier wertvoller sind, glaube ich, zum Mitnehmen. Sicherheitstüren wurden entsperrt. Guck mal, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Bei dem guten Mann Schraubenschlüssel, Kombischraubenschlüssel. Achso, das sind die C2. Kronkorken. Wurde das auf jeden Fall noch übersehen. Gibt es sonst noch irgendwelche Hinweise? Euch haben wir noch nicht gelootet. Ach so, da. Beinverkleidete Metallrüstung. Bleiverkleidete legierte Metallrüstung. Aber ohne Taschen. Die wiegt 16 und bringt nur 97. Leichtbau-Kampfrüstung.
Die könnte aber noch besser sein, straight up und weniger wiegen. Kleidung. Leicht per Kampf. Also die ist nämlich. Die klaut, glaube ich, aber genau 10 davon. Aber sie ist einfach besser. Lass mal kurz gucken, ob wir hier noch Sachen. Die Sturmgasmaske wollte ich behalten. Schweißerbrille. Ohne Lookup failed. Kann ich das eigentlich? Ich kann auch das drunter anziehen, tatsächlich. Unter meine. Also, es ist so ein Vault-Anzug. Kann ich das auch drunter anziehen unter meine Rüstung? Kellogg's Outfit, Kapitänsmütze, Greaser-Jacke. Packen wir die mal weg. Da haben wir noch Waffen, die wir nicht mehr brauchen. Wie dich zum Beispiel. Wobei, mit 34 Schaden bist du gar nicht so kacke. Pulsgranate, du hast auch ein Gewicht. Kellogg's Pistole. Ach so. Die schießt 44er. Die würden wir wahrscheinlich benutzen. Splittermine, automatische Laserpistole. Ich glaube, ich werfe die halt wieder weg. Finde ich echt nicht so krass. So, da ist noch Wasser. Ich glaube, dann sind wir halt durch mit dem Gelute hier. Ich würde auch mal stark davon ausgehen, dass wir dann mit Fort Hagen durch sind. Das ist das nämlich, wo wir reingekommen sind hier. Gibt es noch irgendwelche Batterien und so ein Shit? Ich glaube, sonst ist hier echt nichts mehr. Nee. Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch mit Fort Hagen. Ist irgendwie ein bisschen atmosphärisch, wenn man diese Taschenlampe nicht anhat, ne? Zumindest solange es halbwegs noch alles sichtbar ist. Komm her, mein Kleiner. Dankeschön. Guter. Guter Dogmeat. Wo sind jetzt hin? Achso. Alles klar, Anzeige. Geh mal rund. Die macht mir ein bisschen Sorgen da oben. Will ich in so einem Lift wirklich nach oben fahren? Wann war die letzte Wartung? Hat das noch TÜV? Okay, es kommt zumindest an. Ach so, ich bin direkt zum Dach raus. Oh lol. Tür öffnen. Turmsteuerung. Deaktivieren. Abschaltung. Tür öffnen. Nice. Okay. Das heißt, erstmal müssen wir wieder was futtern, weil wir haben echt wieder ganz schön ins Gesicht gekriegt. Essen mal die Nudelschale. Sprich mit Nick über deine Erkenntnisse. Menschen des Commonwealth. Wait, what? Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wait, das wir ist sind die Stellen in der Bruderschaft. Den habe ich noch gar nicht weiter geholfen. Okay. Fuck. Ich gehe mal davon aus, dass das immer passiert, wenn man die Quest fertig gemacht hat und hier rauskommt, aber holy shit! Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, vor allem hatten wir die Städte in der Bruderschaft sogar schon Kontakt und ich habe sie einfach jetzt erstmal nach hinten angeschoben. Ich dachte, ich habe dann, okay. Puh.
Ich hab die Faction schon getroffen, die Sterne Bruderschaft. Hab die Faction schon getroffen. Ist nicht so, dass ich die jetzt. Die den Paladin. So einen komischen Paladin-Typen, den habe ich da getroffen schon gehabt. Und der wollte eigentlich noch, dass ich ihm helfe. Das ist so noch. Die Quest ist da noch. Naja, ich sage, ja, es ist wahrscheinlich immer, aber. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt passieren hier, glaube ich, Dinge. Was ist denn hier eigentlich los? Was bist denn du? Bist eine Riesenturbine, die hier irgendwo rumliegt? Wait, kann ich die aktivieren? Arctic System, Antriebskontrolle. Aktueller Antrieb, Prototyp, Terminal, Turbine. Antriebsstatus bereit. Test starten! Systemfehler, Lecke, Treibmitteleinspritz entdeckt, völliges Systemversagen wahrscheinlich. Bitte Bereich sofort verlassen. Lauf, Forrest, lauf! Ist so eine Atomsache gewesen? Schwer kaputt gegangen. Cool! Wir müssen noch was futtern übrigens. Ich habe immer noch nicht mein Stimpack verbessert, glaube ich. Dass das mehr heilt. Da fehlt mir irgendwie immer noch die Sache für. Och, nö. Huh? Da war ja noch einer neben mir. Zack! Hier wird richtig hart rumgekritzt. Jetzt haben wir 2 Crits auf Reserve. Geilo. Geilo. Das Fleisch nehme ich mit. Leder brauche ich aktuell nicht. Wait. Ja genau, Leder brauche ich aktuell nicht, denke ich. Langsam aber ordentlich viele Trigger von unserem Glückssachen. Da passiert eigentlich ständig jetzt was. Wir müssen eigentlich irgendwie langsam zum Nick zurück. Also jetzt sind wir wieder in dem Wasserding, ne? Müssen wir hier rechts rüber. Hier sind wahrscheinlich wieder irgendwie Ghule irgendwo am rumlungern. Deswegen gehen wir erstmal nach. Was das sein? Hallo? In One-Shot auf dem Supermutanten. Alles klar. Cool. Oh, hallo. Weißt du was? Wir haben für dich auch noch einen One-Shot. Oh, du bist nicht im One-Shot. Aber jetzt. Oh. Wait, Befehl der Supermutanten? Wait. Rückstoß ge. Wait, what? Nein! Fuck. Rückstoß gedämpfte automatisches Impro-Gewehr. Da hat jemand ordentlich dran rumgeschraubt, würde ich mal sagen. Schnelllade-Trommelmagazin, Rückstoßdämpferkolben, verlängerter leichter Lauf, mächtiger Automatikverschuss. Okay, krass. Weg damit. So, wir müssen noch die Befehle lesen. Befehle des Supermutanten. Töten, plündern, zurück.
Ah ja, geil. Das ist ja ein guter Befehl. Sind wir wieder bei dem... Ja, Joch. Nee, da komme ich nicht übers Wasser, ne? Ja, hier ist wieder die Strahlung ausgelaufen. Ich versuche, mich möglichst links zu halten. Upp, nicht festbacken. Nicht festbacken. Okay, wir laufen einfach außen rum. Scheiß drauf. Ich wollte ja schön oben drüber springen und dann hier rauskommen, aber wir laufen einfach außen rum. Können Sie noch ein bisschen umsehen, oder? Anstatt straight zurückzulaufen. Aber ich glaube, Moment, habe ich den Tower nicht aber schon aktiviert hier? Und die Siedlung hatte ich auch gefunden. Bin ich der Meinung? Ne, den Tower habe ich nicht aktiviert, der ist noch unten. Ja, huch! Ich dachte, das habe ich schon mal gemacht. Oder werden die wieder deaktiviert nach einer Weile? Punkt Leitstrahl Boston-Signal gefunden. Helden aktivieren. Ich dachte, das habe ich schon mal gemacht hier an der Stelle. Aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Fliegt hier die Bruderschaft durch die Gegend, oder was? Okay. Ich bin gespannt. Ja, stimmt, die waren hier irgendwo mitten am... Mitten an der Gleise einfach hatten die ihr Shit aufgebaut. Weit weg von zu Hause begonnen. Hör die Funknachricht von Digital Valentine an. Von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Hm. Ich wiederhole. Dies ist ein Notruf. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte sofort. Ada. Setz diese Nachricht in eine Schleife. Östlich von Watts Electronics. Ja, Sir. Keine Ahnung, wo Watts Electronics ist. Dies ist ein Notruf. Muss ich wohl einen anderen mal gucken. Von feindlichen Robotern angegriffen. Hallo. Guten Tag. Okay, mit denen kann ich nicht reden. Ich darf nicht reden. Na gut. Alter. Chillt mal. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Fangen gleich zwei über mir. Habt ihr den Arsch offen? Verpisst euch. Ihr seid laut. Militärfrequenz gefunden. Na, ah, Militärfrequenz verloren. Dödüm. Darf ich hier kochen? Ne, hier ist nur ein Kochtopf und ein... Darf ich selber nicht kochen. Okay. Wir gehen ja wieder zurück. Wir gehen ja wieder zurück. Jetzt habe ich sie wieder gefunden. Okay. Sie wieder verloren. Spannend. Hier sind hier die Hubblumen. Wo ich keine Ahnung, was ich mit dem machen kann. Ich glaube, ich kann mit irgendwas craften. Von mir wird geböllert. Greift jetzt die Bruderschaft Diamond City an, oder was? Das kann ja nur lustig werden. Legendärer Supermutant-Scharmützler.
Ritter der Bruderschaft. Ist es wirklich? Die Bruderschaft greift Diamond City an. Mein Kill. Oh, der hat aber übel eine gedrückt. Der hat mir mindestens eine übelste Sorte reingedrückt. Wir müssen noch eins futtern. Bajonett-Scharfschützengewehr. Oh, da hat man ein richtiges Visier. Oh. Oh, der hat eine richtige Schulterstütze. Strafen der Ledere schon 10% des Nahkampfschadens zurück auf den Angreifer. Wollte ich, glaube ich, einfach mitnehmen. Das ist nur wegen der Schulterstütze ganz cool. Ich glaube sonst nicht. Ich habe einfach zu viel Molotow-Cocktails und so ein Scheiß dabei, glaube ich. Wir müssen mindestens 4 loswerden, machen wir mal 5. Wo wir laufen können. Kann ich mit der Bruderschaft reden? Was geht denn ab, Leute? Servus. Ich mache auch die Waffe weg, ja? Wir sind alle gechillt. Hi. Aus dem Weg, Ödländer. Alter, ihr seid aber nicht so nett. Entschuldigung. Keine Zeit, bin im Dienst. Okay. Cool. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Macht euren Scheiß halt alleine. Was ist das hier? Chestnut Hillock Reservoir. Wait, wo kommt denn der Nebel her? What the fuck? Der war ja gerade noch nicht. Felix hat mir übrigens erzählt, dass er immer irgendwie Munitionsprobleme hat. Also mein bester Kumpel, der zockt ja auch gerade vor laut 4-4. Ja, wenn man mit Glück spielt, hat man es anscheinend nicht. Und zumindest man regelmäßig die Waffe wechselt. Gut, ich spiele keine Automatikwaffe, liegt vielleicht daran. Wenn ich jetzt irgendwie Tommy oder sowas spielen würde, hätte ich wahrscheinlich auch relativ schnell keine Munition mehr. Die Fusionszelle einfach mal so hier drin. Casual. Casual. Was geht hier? Hat jemand verbrannt? Eine Registerkasse. Ziemlich durchgelootet. Hier sind wir wieder bei Security. Krass, wo der Nebel plötzlich aufzieht. Irgendein Wasserding ist hier markiert. Relativ nah. Wie ich sehe, hast du einen dieser tollen Vault-Anzüge. Eine Einheitsgröße für alle, was? Und ein Problem mit Vault-Anzügen. Die helfen gegen Strahlung. Fan-Street-Kanalisation. Ah ja. Du trägst zu viel wegen... Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ich glaube, ich trage vielleicht ein bisschen viel aufbereitetes Wasser mit mir rum und Blutpakete. Könnte daher kommen. Und Buff-Food. Und Melonen. Wir werfen mal eine Melone ab. Das müsste dann wieder gehen. Ah, hier könnte ich rein, okay. Fan Street Kanalisation, alles klar. Da will ich jetzt aber nicht rein. Ich will erstmal zurück. Und versuchen, mein Zeug zu verkaufen. Und dann gehen wir vielleicht mal. Ist ein gefährlicher Ort. Hast Glück, dass du in der Nähe des großen... Guck mal, was wir für eine neue Infos kriegen, was jetzt hier passiert in der Welt. Manchmal blendet er einfach Sachen nicht aus, oder? Er verlädt sich dann irgendwie. Merkwürdig. Das hat er jetzt noch nie gemacht, dass er dort noch den Eingang sozusagen auf maximale Level of Detail
andersrum minimalen Level of Detail sozusagen angezeigt hat. Das war jetzt das erste Mal, dass er da sich irgendwie komplett verhebt. So, was geht jetzt hier ab? In der Stadt. Man kann die Presse nicht aufhalten. Nett. Du solltest die Zeitung lesen, Mister. Glaub mir. Sollten wir das? Die Public hat die Aufgabe, den Leuten die Augen zu öffnen. Hallo. Bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Haarschnitt. In Ordnung. Du wirst super aussehen. Komm, setz dich. Sitze. Ich mag meinen Haarschnitt eigentlich. Ich würde ihn gern lassen. Ich kann den Bart ändern. Sind jetzt schon eine Weile unterwegs. So. Hier gibt's die besten Haarschnitte. Hallo Bruder. Hey Doc. Also das Doktor. Ist hoffentlich ein Notfall. Ich brauche ein paar Vorräte für unterwegs. Mal sehen, was ich entbehre. Da hast doch bestimmt ein bisschen Kohle, oder? Jawohl, wie du Kohle hast. Geil. Hier, die Impulsgranaten sind für dich. Wär's mit noch ein paar Molotovs-Cocktails? Die benutze ich nämlich eh nicht. Und Splitterminen. Geilo. Die benutze ich, dann kann ich dir die geben. Wie sieht's bei Kleidung aus? Hier, Kellogg's Outfit gebe ich dir. Sturmgasmaske, Unterhemd und Jeans. Ja, die würde ich dir auch geben. Leichtbock, die will ich noch verarbeiten, das gebe ich dir. Sind wir schon mal einiges los. Aufbereitetes Wasser. Ui, du hast jetzt schon... What? Du hast jetzt schon nicht genug. Können wir uns von dir was gönnen? Desinfektionsmittel, Glas, Gummi, Mais, Mikroskop, Radix, Redaway, Skalpell. Oh. Irgendwie nicht. Dann musst du uns wohl die Impulsgranaten zurückgeben. Dann musst du uns wohl doch die Impulsgranaten zurückgeben. Bei dir haben wir, glaube ich, letztens erst gehandelt. Lasst euer Team nicht hängen! Ich hab Knarren. Oder willst du lieber was für den Nahkampf? Ich hab das Gefühl, du wirst jetzt noch nicht so krass wieder dein Angebot anzusehen. Aufgestockt haben, oder? Doch, perfekt. Perfekt. Schön aufgestockt. Das wollte ich behalten. Unterhemd und Jeans wollte ich behalten. Aber aufbereitetes Wasser kann ich dir wahrscheinlich mal die Hälfte mindestens geben. Blutpakete genauso. Barfood auch. Guck mal, Daytripper. Stärke minus, will ich eigentlich nicht haben. Intelligenz, Stärke, Charisma. Oder muss es halt gegenarbeiten? Muss ich dreckiger Ödländer nehmen, wo ich Stärke kriege und dann Daytripper, wo ich dann wieder Charisma und Glück krieg? Ich weiß natürlich gar nicht, wie lange. Und Intelligenz habe ich dann halt nicht. Fleisch von weichen Meyerlurks. Jet. Können wir dir wahrscheinlich auch die Hälfte geben? Ne, so viel Geld hast du nicht mehr. Guck mal, da haben wir fast ein komplettes Geld. Die Frage ist, wollen wir von dir was haben? Hast du irgendwas Geiles Neues? Krass, auch das Kaliber 50 Munition. Wir haben noch gar keine Kaliber 50 Waffe bisher. Ladung Schrauben würde ich mir auf jeden Fall nochmal gönnen. Ach du Scheiße, kostet eine Ladung Schrauben viel. Okay, da können wir einiges verkaufen für. Jet Boost. Zeitlupe für 10 Sekunden. Karotte, Köterkolibon, leuchtender Pilz. Damit.
Med-X? Was macht eigentlich Med-X? Wait, was macht denn das? Schadensresistenz, Gift widerstehen. Abbrechen. Geben wir auch mal die Hälfte rüber. Entarts. Eierlück, Fleisch. Mutabeeren, Mutantenkeulen. Nuka. Nee, wir verkaufen mal hier Nuka-Colas. Nuka-Quantum. Die machen nämlich alle Verstrahlung. Wahrnehmung 5. Psycho. Einfach mehr Schaden. Red X. Strahlung, wie du schon immer jetzt so viel. Machen wir ein bisschen was. Red Away. Haben wir eigentlich auch so viel. Das können wir minimal wahrscheinlich verkaufen. So viel hat er schon nicht mehr. So viel hat er. Wächterarmschutz, ja, das sind die, Beinverkleidungen. Was? Achso, elektrifiziert, chinesisch offiziert, Präzisionsschützer. Das Präzisionsschützen, gehärteter Impuls, nee. Improvisierter Revolver. Ich glaube, der hat auch neue Sachen. Kommt das mit dem Level ab, dass die sich wieder refreshen? Yo! Kompensiert kalibrierte Scharfschützenwaffe. Yo! Das sieht schon ziemlich fett aus, aber 37 Schaden ist gar nicht so viel. Ehrlich gesagt. Finde ich jetzt. Alter, wie viele? Wir haben 490 44er. What? Kampfbau, Kampfrüstung, rechter Arm. Okay, wir kommen jetzt in den Bereich, wo wir Kampfrüstung kaufen können. Fette Schrotflinte. Mitvisier, Brand, automatische Laserwaffe. Okay. Nochmal eine Kampfflinte, die Schrot schießt. Auf jeden Fall neuen Shit. Das Zentrum des Handels in ganz Diamond City, das sind wir. Waffen. Ach nee, die Waffen wollte ich gar nicht. Kann ich hier was dran machen? Standardverschluss. Ich könnte einen gehärteten Verschluss machen, der einfach den Schaden massiv erhöht. Yo! Brauche ich Kristall für? Geil. Schwerer Lauf, verbessert Präzision aus der Hüfte. Verbessert Präzision aus der Hüfte, unterlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Ich sehe überhaupt keine Präzision aus der Hüfte, die sich verändert. Komisch. Griff, Komfortgriff ist auch schon gut. Standardvisier, Combat Scope. Combat Scope, Short Scope. Reflex, eigentlich ergibt nur ein Reflexvisier Sinn. Wovon, welche Waffe das ist. Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer. Hier gibt's das Beste für den Selbstschutz. Impro, Repetier, Scharfschützengewehr. Ich glaube, hier kann ich nicht wirklich was machen, oder? Ja, das will ich nicht. Medium Scope. Hey, Schlagholz, Schlagholz, mit dem Schlagholz. Standardkolben. Sündfreies Einkaufen. Nur bei uns. Längerter Lauf, habe ich drauf gemacht, damit wir besser weiter schießen können. Standardverschluss, wir könnten einen schweren Verschluss draus machen, um den Schaden mal zu steigern. Abgestimmter, verbessert Feuerrate. Wird Schaden durch kritische Treffer, kalibrierter Schuss. Wird Schaden, gehärteter Verschluss. Wir kaufen und verkaufen hier alles, und zwar an jeden und von jedem. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, ich glaube nicht, dass wir so lange dabei bleiben. Lasst euch nicht umlegen! Bräuchten das auf Rang 1, um hier einen richtigen normalen Kolben drauf zu bauen. Der aber eigentlich auch nur bei der Optik was macht. Ehrlich gesagt.
Und let's go. Cross Air Default, Dot Default, verlängerter Lauf. Wir haben Handfeuerwaffen. Schwerer Gewehre Verschluss, abgestimmter Verschluss. Die Revolver benutze ich irgendwie nicht mehr. Tatsächlich. Und bei der Kampfflinte. Und der Stecherabzug macht was? Regenerat erhöht die Feuerrate. Ich glaube, dadurch können wir deutlich schneller schießen. Das ist eigentlich schon ganz geil. Kurzer Kolben, vollständiger Kolben. Macht minimal die Präzision hoch. Präzisionskolben. Verlängerter Lauf ist schon drauf. Keine Mündungsbremse. Kompensator werden schon. So, da bräuchte ich aber Rang 2 für. Ihr braucht angepasst. Ich will eigentlich vor allen Dingen meine Rüstung bearbeiten. Hier war doch auch eine Rüstungswerkbank. Da. Und zwar die hier. Verstärkt. Die könnte ich mir noch verstärken. Polymer abgedunkelt. Also du kannst nur leichtbar oder mit Taschen machen. Ich will aber, glaube ich, gerne die Taschen eher nehmen. Wagt euch nicht unbewaffnet. Und dann noch verstärken. Das ist die Kampfrüstung nämlich minimal leichter und macht einfach sehr viel mehr Rüstung. Und wir sieht wahrscheinlich auch deutlich besser aus. Würde ich mal stark vermuten. Das Zentrum des Handels ja, in ganz Diamond City. Weiß ich nicht. Das sind wir. Hätte mir das umfangreicher vorgestellt. Huh. Zieh mal Unterhemd und Jeans drunter. Sieht mal so aus. Ja, passt schon. Das heißt, wir müssen jetzt aber Glück tatsächlich. Jetzt nämlich auf 12. Jedes Teil ist genau das wert, was ich dafür verlange. Da gibt's keine Diskussionen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier. Würde ich jetzt drüber diskutieren wollen. Schrott dazu. Sag bloß nicht Schrott dazu. Okay. Kleidung. Du wirst bestimmt meine Metallausrüstung haben hier. Ganz viel Spaß damit. So, 5 mm, 10 mm, 44er, Baseballschläger. Kalibriertes Präzisionsgewehr. Alter Falter. Reichweite 197, Präzision 112, Schaden 37. Das hört sich schon ziemlich insane an. Kompensiert gehärtete Tommy Gun, kalibriert mächtig, Kampfflinte 55, Rückstoß gedämpftes, was ist das für ein Schlagring? Jagdgewehr, Kryomine. What the fuck? Aufklärung. Modifizierte 10mm Pistole. Yo! Großes Schneller, der Magazin. Reckon Scope, Mündungsbremse, Scharfschützengriff. Scharfschützengriff? Yo! Verbesserter Verschluss. Das sieht auch schon nach einem geilen Gerät aus, ne? Bin ich ehrlich. Ich glaube, da würde ich mal Geld für ausgeben. Und dafür verkaufe ich dir mein Impro-Revolver, den ich eh nicht mehr benutze, der einen Haufen Gewicht wegnimmt. Würde ich sagen. Und mein taktisches Jagdgewehr, weil das ja quasi das ersetzt jetzt. Mit 308er. So, warte mal. Das Impro-Repetiergewehr wird ersetzt. Damit. Ja. Die verschießt 44er. Wir haben ja da so viel 10mm, dass wir erstmal 10mm eigentlich weiter schießen müssen, obwohl die Kellogg wahrscheinlich auch ziemlich fett ist. Ich muss immer noch 200 ihr rüberlatzen dafür. Hm,
Alle Abhängigkeiten heilen. Brauchen wir nicht so viele mitnehmen wahrscheinlich. Befehl der Supermutanten. Weg damit. Glasfaser, Asbest, nukleares Material. Holz, nukleares Material. Blast Radius Brettspiel hat wirklich nukleares Material drin. Das ist schon geil. Blick aus dem Vault, Teil 1, 2 und 3. Das ist das, wo wir die... Na, das Interview gegeben haben. Brennstoff, Buffjet, Buffood, Champion, synthetische Wahrheit. Dafür läuft geschwollene Stecherabzug, machen wir weg. Dreckiger Ödländer, ach, machen wir auch weg. Synthetische Wahrheit, Erkennungsmarken, 0,1 für Stahl. Fusionszellen. Fusionskern, Fusionszellen. 17 Funktionskerne. Gamma-Patronen. Glasfaser, Optik, Gleisbolzen. Gleisbolzen sind irgendeine Art von Munition. Ich weiß noch nicht genau wofür. Glas und Kupfer. Golduhren verkaufen. Gut erhaltenes Zigarettenpäckchen. 129 Haarklammern. Hier Impulsgranate kann ich dir geben. Jagdrevier, Reflexvisier. Hier Kampf leicht vor Torsomod. Können wir auch mal loswerden. Klebeband. Nehmen wir einen Kristall. Wo kriege ich den Kristall her? Kybernetische Schmerzunterdrückung. Ist das, wenn wir uns selber verrobern oder was? Würde ich ja mal vermuten. Hast du irgendwas, was Kristall gibt? Nee. Ach doch, Moment mal, hier müssen wir gucken. Keramik, Stoff, Öl, Beton, Dünger, Holz. Nee. Kupfer, Keramik, Kleber, Plastik, Stahl. Beton, Dünger, Feder, Gummi, Holz, Keramik, Kleber, Kupfer, Plastik, Keramik, Stahl, Stahl. Das gibt Kristall, Mikroskop. Ha, dann gib mal her. Lumi, ah ne, Lumi ist mit ihrem Wecker aufgestanden. Aluminium, Leder, Schaltkreise. Munition. 44er könnte mir wahrscheinlich noch ein bisschen helfen. Weil du hast ja eh nicht so viel Kohle. Wir haben Handfeuerwaffen. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich die Waffen auch entsprechend belege. Wir haben ja jetzt hier. Das wollen wir favorisieren auf die 5. Würde ich sagen. Gewehre und Munition. Jetzt sind wir bei 227, das hört sich doch ganz gut an. So, schauen wir doch mal vorbei. Wer ist die stählerne Bruderschaft? Und wieso ist die hier? Als ob ich nicht wüsste, wer die stählerne Bruderschaft ist, habe ich noch nie was davon gehört. Die ist eigentlich schon relativ bekannt, so in dem Afterworld-Bereich. Schon, Nikki. Ich will nur deine Meinung. Wäre ein klasse Zitat. Er ist mein Klient, Piper. Warum steckst du deine Nase in Sachen, die dich nichts angehen? Hallo. Ach ja, wenn man vom Teufel spricht. Da bist du ja wieder. Aber ohne deinen Sohn. Was ist passiert? Ich habe sie tatsächlich geschafft. Kelly hat für den Zug gearbeitet und er hat ihn Sean überlassen. Das ist deine Schuld, Nick. Du hast mich durch die Gegend geschickt, während Kellogg Sean an der Ruhe des Instituts. Du hast recht, Nick. Kellogg hat er... mein Sohn, aber das ist noch nicht alles. Er hat zu ihm zugehört. Er hat ihn schon überlassen. Wo soll ich anfangen? Als ich herausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut. Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Wirklich. Das macht die Sache um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das.
Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Ah, Schwachsinn. Du bist ein Simventine, raus mit der Sprache. Was weißt du? Ich muss irgendwie reinkommen. Und ich weiß nicht, wie deine Fabrik zurückkommt. Du weißt also gar nichts, Nick? Ich bin vor Jahren auf einem Schrottplatz aufgewacht. Einer von vielen ausrangierten Prototypen. Das Institut hat sich seitdem nicht bei mir gemeldet. Tut mir leid. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Synths zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt. Und wie man reinkommt. Genau. Und warum? Aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Spielt sowieso keine Rolle. Er ist tot. Ja, der einzige Mann, den das Institut hier draußen hat, wird sich wohl kaum lebend fangen lassen. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Ah, ich mag den Humor. Er hätte nichts ausgespuckt, auch wenn wir ihn lebend geschnappt hätten. Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst im Rätsel, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem als wir entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari. Meisterin der Erinnerung. Jetzt wird's ja völlig abgedreht. Ich weiß nicht, Nick. Das klingt ziemlich extrem. Du redest mit einem Synth. Ich bin ziemlich extrem. Vertrau mir einfach. Mal sehen. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Da habe ich bestimmt genügend dabei. Genügend blaue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Er hat kein Gehirn mehr. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Ich glaube, ich habe da schon was. Also, ich glaube, ich habe da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Huh? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerung. Aber ich dachte, ich habe das Scheiß gerade verkauft. Ich vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Ich reise mit Pipe, ich muss sonst noch was in der Höhle der Erinnerung wissen. Muss ich sonst noch was über die Höhle der Erinnerung wissen? Sie liegt in Good Neighbor. Ein kurzes Stück. Sollte ich erkunden, glaube ich. Sie heißt nicht umsonst so. Der Name ist Programm. Viele geben ihr letztes Hemd, nur um die schönen Momente ihres Lebens nochmal erleben zu können. Wieder und wieder. Aber nicht wir. Wir werden versuchen, tief in den Geist eines wird bestimmt anderen eine gute Sache. Einzutauchen. Wir können uns dort treffen oder zusammen dorthin gehen. Ich mach mich allein auf den Weg. Also gut. Wir sehen uns dann bei der Höhle. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Achievement! Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin bei der Public. Wir haben voll das Avengers-Team assembled langsam. Geil. Wait, ich sollte mir irgendwie Fallakten angucken. Das wird noch ein Thema hier. Ellie? Wie gut, dass du da bist. Während ihr beide, Nick und du, unterwegs wart, ist ein neuer Fall reingekommen. Bereit, Detektiv zu spielen? Wer ist unser Kunde? Ein Fischer, der am Rand des Commonwealth lebt. Kenji Nakano. Nakano. Ich kenne den Namen. Ich kann mich aber nicht an Details erinnern. Du solltest mal anfangen, die Dinge aufzuschreiben, Nick. Geht nicht. Dann hättest du ja keinen Job. Das merke ich mir für das nächste Mal, wenn ich einen hysterischen Kunden beruhigen muss. Oh, wie geil. Er hat mir nichts Genaueres gesagt. Er meinte, er erklärt dir alles persönlich. Aber wenn ich raten soll? Vermisste Person. Der Typ hat echt besorgt reingeschaut. Hm. Kannst du mir was über Kenji Nakano sagen? Nur ein paar Eindrücke.
Offenbar war er sehr besorgt, aber auch in Eile, als würde er es hassen, einfach nur zu warten. Ich bin ein Freund von Nick, er kennt mich noch, ich brauche sofort seine Hilfe. Und dann war er weg. Er hat was gemurmelt, als er rausging, aber nein, ich weiß nicht, ob das von Bedeutung war. Komm schon, Ellie, raus mit der Sprache. Was hat er gesagt? Ich glaube, er sagte was von einer Tochter und einem Funkgerät, aber ich bin nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie die beiden Sachen zusammenhängen. Hey. Sind Filz und Trenchcoat für Lösen und Fälle verpflichtend? Ich würde lieber Pfeife rauchen. Sind Filzhut und Trenchcoat für das Lösen der Fälle verpflichtend? Denn ich würde lieber Pfeife rauchen und mir einen Akzent zulegen. Hey, jedem das seine Spürnase. Die Nakanos wohnen im Nordosten an der Küste, in einem kleinen Fischerhaus. Er meinte, dass er und seine Frau dich erwarten. Ist ein langer Fußmarsch. So fangen die schweren Fälle immer an. Erhöhst deinen Beziehungswert auf den zu einem Begleiter auf das Maximum spezielle Skills freis. Okay. Okay, jetzt habe ich auch Looten, sehe ich gerade. Militäruniform plus. Plunder und Hose. Nuka-Cola. Okay. Okay, dann ist ja die Frage, was machen wir jetzt als nächstes? Ich meine, wenn wir wirklich Rollen spielen würden, würden wir wahrscheinlich unseren Sohn suchen und da weiter vorgehen. Auf der anderen Seite würde ich, glaube ich, zwischendurch auch gerne mal was anderes machen. Von daher würde ich mal sagen, wir gehen mal hier. Sprich mit Dr. Armani. Wir haben sonst noch jede Menge andere Sachen. Stieh dir die Fallakten an. Du suchst das Museum der Hexerei. Server die Sunshine Tidings Kooperative. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal hier Sunshine Tidings Kooperative. Wow, du bist aber groß. Ja. Ich vermute, dass das Game noch ein bisschen mehr zu bieten hat. Wir haben echt viele andere Quests noch, von daher würde ich erstmal noch ein paar andere Quests holen. Würde ich jetzt hier nicht wollen. Ich brauche Licht, mir ist zu dunkel. Wenn du Hunger hast, bei Power Noodles kannst du dir schnell was reinhauen. Security? Ja, ich habe so viele, also ich rede schon mit vielen, aber ich werde es nicht stumpf durch die Gegnerinnen jeden anquatschen. Ist auch nicht so schlimm, wenn ich nicht alles erwische. Das ist nicht so schlimm. Aber danke für den Tipp. Aber das Problem ist, wenn ich anfange, das sag mal, zum Metagamen, ne, von wegen, es könnte ja jeder, der einen Namen hat, eine Quest für mich haben oder einfach mit allen quatsche, dann artet das für mich sehr schnell in Abarbeitung von Sinnlosigkeiten aus. Und ich würde mich lieber gerne ein bisschen meinen Charakter versetzen und überlegen, was der macht und wie er so Sachen angeht und so. Da habe ich mehr Spaß dran. Wenn ich dann halt was verpasse oder verkacke, dann ist das einfach so. Gehe ich mit. Deswegen gehe ich auch nicht zickzack durch die Welt und loote alles Mögliche. Das versuche ich schon nicht zu machen. Das hat vielleicht sogar einen Sinn. So. Die Initiative ist natürlich sehr weit wieder im Nordosten. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich am besten hier rüber, über die Polymer Labs oder so. Da können wir auch irgendwo noch reinschauen. Bienenbrauerei. Also wir sollten wahrscheinlich nach Norden rausgehen, weil wir da wenig waren. Hier in dem Bereich und dann so rum. Wir sind ja damals über die Richtung hier reingekommen und jetzt können wir einfach über die Richtung rausgehen, würde ich sagen. Die Abfallentsorgung haben wir aber schon. Und die fertigen unsere Lager auch, aber jetzt noch die College Square waren wir noch gar nicht, deswegen. Nach Norden. Ich sehe hier wieder nichts, ey. Du solltest in die Stadt gehen. Warum sollte ich in die Stadt gehen? Wait, wir haben vorhin noch eine andere Sache, die wir tatsächlich dann noch machen können. Moment. Wer hat denn doch... Ruf zu den Waffen, sprich mit Paladin Dance. Den sollen wir vielleicht mal machen, weil jetzt das Thema mit den... mit den Dingen zwar... Der ist sogar auf dem Weg. Hier. Perfekt. Noch besser. In der Stadt haben wir sauberes Wasser. Was Besseres wenn die Bruderschaft jetzt so ein Thema ist. Jetzt haben wir ein richtiges Visier. Holy fuck. Dauert halt ewig zu ziehen, die Waffe.
Aber wir haben ein richtiges Visier. Guck, guck. Ich sehe gerade gar nichts mehr, ne? Also wirklich, weil... Ich muss mal kurz, glaube ich, was runter machen. Also das ist, ich glaube, für euch ist es okay. Aber ich sitze hier direkt am Fenster. Also in die Richtung ist das Fenster. Das ist das für die Beleuchtung, für die Kamera ganz geil. Aber... Aber heißt natürlich, dass ich komplett Gegenlicht habe. Wenn es dann dunkel auf dem Bildschirm ist, wird das echt schwierig, dann Sachen zu erkennen. Das blendet dann. Deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen dunkler gemacht. Das ist vielleicht nicht ganz so optimal für die Kamera, aber whatever. Jetzt sehe ich wenigstens wieder was, wann das hier dunkel ist. Da muss ich nicht immer alles Licht anmachen. Kommen wir hier rüber einfach? Über die Brücke bin ich ja nie gelaufen. Da bewegten sich Sachen drin. Hab ein bisschen Glück gehabt. Was? Was? Ich hab nur einen Arm getroffen. Oh, dammit. Bewegt euch nicht so viel. Knallt ordentlich rein, die Waffe. Wrack der USS Riptide. Und? Schon müde? Nö. Aber du? Oh, noch einer. Hätte mir vielleicht da was aufheben sollen. Treffer! Dammit. Lol. Treffer! Müssen wir was essen? Der hat echt viel aus, die Sau. Okay. Wir haben unseren Crit wieder. Crittet. Okay, der überlebt halt auch den Crit. Krass. Ja, habe ich ihn geschossen. Legon am Stiele des. Jetzt ist er gleich down. Aua! Er trifft doch noch ganz gut. Irgendwie geht's mir jetzt nicht so gut. Ja, hat jemand Walfang betrieben? Gürtet und Gürtet und Gürtet verstärkt. Echt Walfang getrieben, die Schweine, ne? Was für fiese Möpsins.
denn hier so? Jet gibt's hier. Wildlinde Überlebensführer. Heilung durch Früchte und Gemüse. Geil. Also die sind immer echt cool, wenn man sowas findet. Impro-Revolver-Gewehr. Impulsmine können wir mitnehmen. Also Radio hier aus. Da gibt Gems. Gems freut man sich doch immer. Noch mehr auf der anderen Seite. Oh lol, eine Mini-Atombombe. Alles klar. Liegt hier einfach so rum. So, was geht noch so bei euch? Lederrüstung, Schweißerbrille. Impro-Pistole, braucht keine Sau. Was, mit der Maschine? Nee. Ja, das mit 45ern geschossen. Das ergibt deutlich mehr Sinn. Raider Power Helm. Ja, man hat einfach zu schossen, die Kacke, ne? Den Raider Helm. Holy fuck, ist der. Das ist tanky, das Scheißzeug. Lackierte Metallrüstung. Kampfgewehr kurz. Kampfrüstung mit Taschen. Nicht so geil. Hier gibt's bestimmt noch mehr, oder? Hallo. Aha. Da ist der dicke Loot. Kronkork, Molotow, Splittermine. Mittenmündungsbremse, gehärtet 10 mm. Jo. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Bei der. Nee. Die sehe ich dann doch nicht so. Noch eine Munitionskiste. Yes. Gib mir Munitionskiste. Yep. Come on. Krieg's gerade nicht hin. Ja, jetzt geht's auf Anhieb, natürlich. Nach dem Kaputtmachen der Bürste geht's instant. Na klar. Hier noch was zum Looten? Da ist noch ein bisschen Drogen. Waffut und Gummibonbons. Die typischen Drogen, die man halt so kennt. Ich glaube, dann haben wir es hier. Der M drücken können. Weil es nicht erst abgeschlossen markiert ist. Aber ich habe doch die fette Kiste gefunden. Häufiger mal gibt. Ich würde jetzt sagen, es ist abgeschlossen. Wir können aber hier, weil wir gerade mal hier sind, noch mal kurz kochen. Um noch ein bisschen Sachen zu sparen. Ein bisschen Gewicht zu sparen. Nee, hier waren wir drin, wa? Ja, hier waren wir drin, hier waren wir drin. Hier haben wir schon rumgelootet. Da müssen wir wieder raus. Wir haben das größere Visier dran. Militärfrequenz gefunden. Das bedeutet. Militärfrequenz gefunden. Bis jetzt rauscht es nur. Können wir damit irgendwie noch nichts anfangen, so richtig. 5mm Patronen, liegt einfach da rundherum. Alles klar. 5mm Patronen nochmal. What the heck? Das sind doch die guten für die Minigun. Oh, du bist wieder ein Suicide-Mini. Ja, genau, ein Selbstmörder.
habe 0% Trefferwahrscheinlichkeit, das ist klar. Mir nicht entkommen. Jetzt habe ich's. Keine AP. Oh Gott. Holy shit, wo kommst du denn her? Nein, dummer Hund. Drohne, automatisches Impro-Gewehr. Nee. Aber wir haben den Suicide-Typen direkt gekillt. Hilft, glaube ich, auch schon viel. Der Mini-Atombombe. Wait. Wenn du bist die Poststelle, ne? Verbindungshaus 115, stimmt, da wären wir nie reingegangen. Dann gehen wir zumindest Verbindungshaus 115, wir wissen, was da drin ist. Aber ich würde, glaube ich, mal das Radio ausmachen. Wenn hier eh nichts kommt. Okay. Jetzt sind wir wieder an der Stelle, ja? Ist das hier ein Supermutantenhaus demnach? Wenn man das hier so sehen kann. Kreide. Und glaube ich mit Asbest so ein Shit. Hier so ein Haufen Fleisches immer. Das soll ein Supermutantenhaus sein. Staubwedel, alles klar. Praxisputzmittel, Löscher. Superkleber. Da kommen wir nicht durch. Hier hinten geht's aber nur lang. Perfekt. Wie schön. Hallo? Ist aber auch niemand, ne? Doch, da. Oh, oh. Oh Gott. Du machst mich rund. Alter, du machst mich sowas von rund. Ich brauch mal kurz Hilfsmittel. Zack. Oh Gott, sind das viele. Okay, wir sind bei Supermutanten, haben wir das mal festgestellt? Haben wir das mal festgestellt? Danke fürs Nicht-Treffen, aber zum Glück habe ich bisschen unser Support bekommen. Oh Gott, das ist der nächste. Schade. Uff. Uff.
Da war ja... Alter Falter, Deadeye. Er hat sogar einen eigenen Namen gehabt. Was? Präzisionsschützen kalibriert. Okay, ja. Ist noch Essen. Huiuiuiuiuiui. Da ging es ja richtig rund gerade. Knochen des rechten Beins. Teddybär. Mir gerade einmal die Abkürzung genommen zum Boss. Perforiert Impro-Revolver. Verstärkt behandelte Raider-Rüstung. What the fuck? Pistolenpatronen. Also. Schuss und Wurm auf 5% mehr kritischen Schaden. Geil! Das ist ein guter Loot. Den gönne ich mir gerne. Den gönne ich mir gern, den Loot, Alter. What the fuck geht denn hier ab? Blach. Da war noch eine Nuka-Cola. Sehe ich gerade aus Entfernung leuchten. Die hatte ich vorhin beim Fighten kurz gesehen und dann wieder aus den Augen verloren. Das war es ja aber schon im Verbindungshaus. Moment, hier ist noch was. Das bringt mir der Stromkreisunterbrecher. Hier ist eine Rüstungswerkbank. Wait, wenn hier eine Werkbank ist, ist das doch meistens eine Base, die man bekommen kann. Oder irre ich mich da? Ah, das ist der Alarm gewesen, glaube ich, der losging. Ne? Den hätte ich dann verhindern können. So. Glaube ich. Sind alle von denen zu mir gekommen? Alle Leute, alle von den Viechtern? Das ist ja special. Deswegen waren da so viele auf einmal. Hm. Kristall. Es gibt bestimmt Kristall. Vorstandsterminal. Was ist denn das Vorstandsterminal? Stone. Treffer 2. S und O. Shows und Stone. Also S und O müssten richtig sein. Außer wir haben zufällig bei Shows noch einen anderen Treffer. Aber die Chance, dass S und O richtig sind, ist relativ hoch. Raid, Suits, Skins, Blast, Basin, Net, Spike. Ha! Aber das funktioniert nicht. Das kann ich. Das kann nicht. Shows und Stone. Es gibt keins. Dann, nee. Ach, scheiße. Dann ist wahrscheinlich S oder O richtig. Und wir haben bei Shows noch einen zweiten Hit in vielleicht das S am Ende. Dann könnte es Suits sein. Die Frage ist, was ist denn bei Stone gewesen, der zweite Hit? Spike. Hier könnte es S sein. Das E, S und E, das der Hit sein. Wobei Shows ergibt es keinen Sinn. Harem hat überhaupt keine Hits. Likes hat mit Shows nur ein Hit. Das kann also nicht sein. Harem kann nicht sein. Spike kann es nicht sein. Needs. Needs hat mit Shows auch nur ein Hit. Basin hat, glaube ich, gar keinen Hit.
Blast auch nicht. Skins. Skins hat mit Shows 2 Hits und mit Stone auch 2 Hits. Durch das N. Geschafft. Haha! Emo für Rede. Wir freuen uns sehr, dass ein ausgerechneter Kriegsheld wie Ben eine Rede in Concord hält. Wir sollten versuchen, ihn auch hierher zu holen. Das zieht immer Leute an und bringt Geld away. Ben? Kriegsheld? Verleihung Ehrenmedaille. Geschichte ist Mr. Gusty. Lebensmittelsammlung für Waisen. Neujahrsbüro. Die sollte wohl eine Rede halten irgendwo. Safe-Steuerung. Schloss deaktivieren. Turmsteuerung. Systemdiagnose. 100% offline, alles sauber. Okay, wir haben ein Safe deaktiviert. Die Frage ist, wo ist das Safe? Ah! Patrone, Fusionszelle, Impro bis zur Kaliber 50. Kronkorken, silberne Taschen auf Vorkriegsgeld. Kronkorken, Kronkorken, Kronkorken. Nice! Nehmen wir noch ein Spielzeugauto mit für die Schrauben. War das dann die Haupt... der richtige große Großloot? Da sind nochmal Kronkorkenvorrat. Kronkorken. Sieht eigentlich jetzt, glaube ich, gelootet aus, würde ich sagen. Ist aber eine Waffenwerkbank, weil hier eine Waffenwerkbank stehen darf. Cool. Dann gehen wir raus. Dann gehen wir raus. Ja. Haben wir das auch wieder fertig? Würde ich sagen. Wenn wir hatten noch ein Level Up, ne? Das müssen wir natürlich noch machen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen vielleicht drüber nachdenken, was wir wirklich jetzt weiter leveln wollen. Ach du Scheiße.